Ja, schönen Dank für die freundliche Einführung. Das ist ja ein Thema auf den Punkt gebracht, was die Koexistenz betrifft. Gestatten Sie mir zunächst mal ein paar Sätze zu diesem neuen Buch zu sagen, das ich mit Herrn Dr. Andreoli gemeinsam herausgegeben habe und zum Teil auch geschrieben habe mit anderen Autoren. Sie haben gesehen, dieser Titel ist also etwas provokant, aber im Grunde genommen auch zutreffend für das Thema. Ich habe das später mal im Internet recherchiert und festgestellt, dass der Titel war ursprünglich mal ein Krimi-Titel. Und ich denke, dass das passt ganz gut, denn das neue Buch ist also unversehens wieder ein Krimi geworden. Und zwar mit vielen handelnden Personen, die ich vielleicht auch mal aufzählen will. Das sind also einmal die Vertreter von der Chemieindustrie, das sind Wissenschaftler, das sind Kontrolleure, das sind Lobbyisten, das sind Politiker, das sind Richter oder Juristen und vor allen Dingen geschädigte Bauern. In diesem neuen Buch können Sie zum ersten Mal einen Bericht aus den USA lesen, oder zum Beispiel eine Chronik von Monsanto, auch hochspannend, oder einen Bericht einer Europaabgeordneten darüber, wie die Lobbyarbeit in Brüssel funktioniert. Mein Dank gilt besonders Ilse Gutjahr für die Bereitschaft, das Buch zu verlegen, für ihr gründliches Lektorat im Übrigen, was auch immer etwas mühsam ist, ihrem Sohn Matthias, ist ja noch hier, Ihrem Sohn Martin danken wir besonders für die Produktion und das gelungene Titellayout und schließlich der Druckerei Kösel für die schnelle Produktion des Buches. Es liegt nun druckfrisch auf dem Büchertisch, Sie haben es schon gesehen, und ich denke, es sollte in keinem Haushalt fehlen. Mein Vortrag wird sich mit folgenden Themen befassen. Wie ist der aktuelle Stand der politischen Entwicklung? Mit welchen Methoden arbeitet die Saatgutindustrie? Mit welchen gesundheitlichen Folgen müssen wir rechnen? Ich will diese Themen in aller Kürze abhandeln. Vorab möchte ich aber noch ein weiteres Kompliment loswerden. Mit den rund 1000 Briefen an Herrn Seehofer haben die Gesundheitsberater einen sehr wichtigen politischen Beitrag geleistet. Der Gesellschaft für Gesundheitsberatung ist sicher bewusst, dass das Vordringen der Gentechnik auf dem Acker und in der Nahrung die eigene Arbeit sehr gefährden könnte, dass ihre wichtige Aufgabe sogar gänzlich zum Erliegen kommen könnte. Die Gefahr droht zunächst unter anderem mit der Umsetzung des Koalitionsvertrages, der die Förderung der Gentechnik fordert. Seitdem ist aber zum Glück einiges passiert. Ich lese das mal punktuell vor. Über 10.000 kritische Schreiben zum Thema Agrogentechnik erreichten Seehofer inzwischen. Im Übrigen nur drei Zuschriften, die unkritisch waren, beziehungsweise befürwortend. Also ich habe das von diesem Referenten, Herrn Köhler, erfahren, wie sich die Zusammensetzung darstellt. Das Thema Gentechnik wird auf vielen Ebenen inzwischen heiß diskutiert. Die Bevölkerung lehnt zu 80% Essen aus dem Genlabor ab. Viele große Nahrungsmittel, das habe ich also auch erfahren, Nahrungsmittelkonzerne haben das Thema zunächst abgehakt. Keine Versicherung will die Risiken der sogenannten grünen Gentechnik versichern. Ein Entschädigungsfonds zur Schadensregulierung für Bauern wird es nicht geben. Für 97% der Bauern ist Gentechnik kein Thema. In ganz Deutschland darüber hinaus wurden inzwischen gentechnikfreie Zonen eingerichtet. Besonders in Bayern gehen Bauern auf die Barrikaden und haben ihre Felder zu gentechnikfreien Zonen erklärt. Was ist passiert dort? Percy Schmeisser aus Kanada hat in vielen Vorträgen auf Einladung von Ökoverbänden in Bayern über seine leidvollen Erfahrungen mit Monsanto berichtet. Am 3. März dieses Jahres demonstrierten in Ingolstadt Verbraucher und Naturschützer und forderten, ganz Bayern solle eine gentechnikfreie Zone werden.
Einen großen Demonstrationszug gab es im Übrigen auch in Düsseldorf. Ich war also daran beteiligt, im Übrigen auch mit der Pressearbeit. Der lange Weg mit 20 Traktoren durch Einkaufsstraßen der Innenstadt führte von Monsanto im Norden bis zum Landtag. Das Presseecho war allerdings sehr mäßig. Wie sich hinterher herausstellte, hatte im Vorfeld Monsanto den Medien Anzeigenaufträge versprochen. Und deswegen haben die Tageszeitungen nicht darüber berichtet. Also ich habe mich selber um die Pressearbeit bemüht und habe mich eigentlich gewundert, dass sozusagen, also trotz vieler Mails und trotz vieler Faxe und Telefonate so gut wie nichts in den Zeitungen erschien, obwohl das Ereignis als solches sehr spektakulär war. Ganz wichtig ist das, was man aus München hört. Seehofers Parteifreund und Generalsekretär der CSU, Markus Söder, drängt auf einen Kurs der Zurückhaltung, empfiehlt wegen unkalkulierbarer Risiken ein Moratorium für die wirtschaftliche Nutzung der Agrogentechnik. Auch der Fraktionsvorsitzende der CSU, Joachim Herrmann, und Bayerns Landwirtschaftsminister Josef Miller mahnten im Bayerischen Landtag zu einem besonderen Umgang mit der Gentechnik. Derzeit lehnen sie den kommerziellen Anbau von Genpflanzen ab. Das finde ich also besonders verwunderlich, weil nun Bayern von der CSU regiert wird und da gibt es wohl großen Widerstand. Möglicherweise hat vielleicht auch Barbara Rütting einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Das hat also nun zur Folge, dass Seehofer die Novellierung des Gentechnikgesetzes am liebsten vertagen möchte. Denn er fürchtet den totalen Verlust von Wählerstimmen in seinem Wahlkreis Ingolstadt und damit auch das Aus seiner politischen Karriere. Aber das kann er leider nicht. In einer Diskussionsrunde Redezeit übte Seehofer zwar Zurückhaltung, andererseits gab er zu, in Berlin der Forschung gegenüber unter Druck zu stehen. In erster Linie und das mit der Öffentlichkeit gegenüber verschwiegen, übt der Bayer-Konzern und seine Interessenvertreter in Wissenschaft und Forschung Druck und auf die Politik aus. Die Bayer AG ist weltweit größter Produzent von Agrochemie. Er fordert eine zügige politische Entscheidung, um Planungssicherheit in Forschung und Wirtschaft zu gewährleisten. Der Grund: die Pflanzenschutzsparte von Bayer, Crop Science, in dem normalerweise gut verdient wird, hat im letzten Jahr Umsatzeinbußen erlitten. Da trifft es sich gut, in Wissenschaft und Forschung gute Partner zu haben, die als Lobbyisten in Berlin unverzichtbar sind. Lobbyisten und Berater an vorderster Front, ob in der Regierung Kohl, Schröder oder auch der heutigen Bundeskanzlerin, war und ist der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Ernst Ludwig Winnacker. Winnacker mahnte, das Gentechnikgesetz sei wissenschaftsfeindlich und bedeute das Ende der grünen Gentechnik. Er wirbt an der Spitze der umstrittenen Gentechnologie und ist nicht nur Berater auf Kanzlerebene, sondern auch des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, wie auch des bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber. In den Jahren 2003 dominierte er auch als Mitglied den Nationalen Ethikrat. So, und nun wird es spannend, wie nicht anders zu erwarten, vertritt Winnacker nicht nur die Interessen der deutschen Wissenschaft, sondern in seiner Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsrates der Bayer AG und der Kleinwanzlebender Saat AG auch die Interessen der Produzenten chemischer und gentechnischer Produkte. Er ist außerdem Sprecher einer Allianz der großen Wissenschaftsorganisationen. Er ist also Diener zweier Herren oder mehrerer Herren. Eine weitere wichtige Entscheidungshilfe für den Minister Seehofer ist das Memorandum der Union der Deutschen Akademie der Wissenschaftler. Die Unterzeichner behaupten, dass der Verzehr von Gentechnik-Maisprodukten grundsätzlich gesünder sei als der Verzehr herkömmlicher Maissorten.
wie im Gesundheitsberater, wie gesagt, berichtet wurde. In einem Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz an die Gesellschaft für Gesundheitsberater werden weitere hochqualifizierte Wissenschaftler erwähnt, die in den Entscheidungsprozess zu Fragen der Gentechnik eingebunden sind. Alleine drei dieser Bundesbehörden, in denen diese Wissenschaftler beschäftigt sind, zählen zu dem Geschäftsbereich des Ministeriums von Seehofer. Folglich hat Seehofer die Handlungshoheit und nicht diese Bundesbehörden und die dort beschäftigten Wissenschaftler. Das demonstrierte Seehofer im Übrigen im Februar des vergangenen Jahres deutlich bei der übereilten, umstrittenen Zulassung von 6 Gen-Mais-Sorten beim Bundessortenamt in Hannover, das ebenfalls dem Ministerium unterstellt ist. Die eben erwähnten Behörden, Bundesbehörden, sind die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, das Paul-Ehrlich-Institut und das Friedrich-Löffler-Institut. Zu den hochqualifizierten Wissenschaftlern zählt Seehofer auch die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts. Als ehemalige Genehmigungsbehörde für die Freisetzung und den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, dem diese Zuständigkeit seit 2 Jahren übertragen wurde. Zu den herausragenden Persönlichkeiten dieser Behörde zählt Dr. Hans-Jörg Bug. Also ich bin ihm selber auch einige Male begegnet. Er war ehemaliger Direktor des Fachbereichs Genetik und Gentechnik am Robert-Koch-Institut und ist jetziger Leiter des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, der jetzigen Genehmigungsbehörde. Bug zählte von Anfang an zu den überzeugten Befürwortern der Gentechnik. In einem Werbevideo der Gentechnikindustrie preist Bug die ökonomischen Vorteile von BT-Mais an. Schon auf der Hülle des Videos wird die Botschaft klar. Gen-Mais bietet die ökologisch beste Lösung, steht dort. Ein anderer Professor Battis von der Humboldt-Universität in Berlin, sagt dazu, das ist eindeutig ein Verstoß gegen die Amtspflicht zur unparteiischen Amtsführung. Man könnte Bug als Verfahrensbeteiligter wegen der Besorgnis der Befangenheit ablehnen. Der Volksmund sagt in solchen Fällen dazu, der Bock zum Gärtner. Ausgerechnet bei der ABIC 2004, darüber wurde auch im Gesundheitsberater, ich glaube vor 2 Jahren berichtet, einer der weltweit wichtigsten Gentechnikkongresse für die Industrie, saß Bug im Organisationskomitee. Der Spitzenbeamte also wieder in der Doppelrolle als Diener zweier Herren. Das heißt, Seehofer und sein Ministerium verlässt sich mit Bug auf einen Mann, der im Amt objektiv und unbefangen Genpflanzen auf ihre Sicherheit und Unbedenklichkeit hin überprüfen soll und auf der anderen Seite für diejenigen arbeitet, die diese Pflanzen herstellen und verkaufen sollen. Nun heißt es, und damit komme ich zum Schluss zur politischen Betrachtung, nun heißt es im Landwirtschaftsministerium nach vielem Hin und Her, wir gehen davon aus, dass wir Ende Oktober die Abstimmung beendet haben, sodass im November eine Kabinettsentscheidung erfolgen kann. Obwohl das geleugnet wird, gibt es bereits seit Mai dieses Jahres ein geheimes Eckpunktpapier zur Gesetzesnovelle, das mir vorliegt, dem Einzelheiten über die geplante Novelle zu entnehmen sind. So, ich komme zum nächsten Kapitel. Mit welchen Methoden arbeitet die Saatgut- bzw. Chemieindustrie? Nachdem im Jahr 2004 in Europa das Zulassungsmoratorium für gentechnisch veränderte Organismen beendet wurde, stehen in Europa wieder unter Vernachlässigung von Sicherheitsfragen. Nicht immer gibt es bei der Einführung einer Technologie Gelegenheit, die Langzeitfolgen solcher Technologien
in einem anderen Kontinent oder in anderen Ländern zu studieren und zu bewerten. Ein Blick in die USA mit einer inzwischen zehnjährigen Praxis der Agrogentechnik müssten Politiker europäischer Staaten vor jeglichem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen warnen. Keine der ursprünglichen Versprechungen der Agrogentechnik konnten gehalten werden. Es kam und kommt zu Ernteeinbußen, vor allem zu der von Monsanto beabsichtigten Steigerung des Pestizidverbrauchs, wie den Beiträgen und auch den folgenden Vortrag von Dr. Andrioli zu entnehmen ist. Eine Koexistenz zwischen Anbau mit und ohne Gentechnik hat sich ebenfalls als Illusion erwiesen. Es gibt in Übersee kaum noch qualitativ hochwertiges, konventionelles Saatgut im Handel. Unschuldige Bauern, deren Felder durch Pollenflug kontaminiert sind, werden in den USA und Kanada vor Gerichten schuldig gesprochen, Strafen oder Lizenzgebühren zu zahlen. Vertragsbrüche enden häufig im Bankrott der Bauern. Gefälschte Unterschriften auf Saatgutverträgen, Rufschädigung oder Kriminalisierung von Bauern, Drohbriefe, erzwungene außergerichtliche Vergleiche zählen zu dem Repertoire der Monsanto-Marketingstrategie. Neue Gesetze in einzelnen Bundesstaaten beschneiden allerdings inzwischen die Rechte von Saatgutmultis. Gefordert wird inzwischen ein US-weites Anbauverbot oder ein Zulassungsmoratorium für transgene Pflanzen. Das ist allerdings nicht so einfach, da die Böden inzwischen kontaminiert sind. Bei der Durchsetzung ihrer globalen marktpolitischen Interessen bedienen sich USA-amerikanische Saatgutfirmen und Chemiekonzerne verschiedener Methoden und Tricks. Gelockt werden Bauern zum einen durch den Verzicht auf Lizenzgebühren bei der Einführung von transgenem Saatgut. So geschehen zum Beispiel in Argentinien. Noch vor dreieinhalb Jahrzehnten war der Sojaanbau in Argentinien unbekannt. 1996 begann die Erfolgsgeschichte von Monsanto mit der Einführung von Roundup Ready Soda. Das Verkaufsargument war zunächst verlockend. Weniger Aufwand, geringere Kosten, höhere Erträge. Im Gegensatz zu anderen Ländern verzichtete der Konzern in Argentinien auf die Patentierung des Saatguts. Das Herbizid Glyphosat verkaufte Monsanto zu einem Drittel des sonstigen Preises. Da inzwischen fast die gesamte Sojaproduktion aus gentechnisch manipulierten Sorten besteht, beginnt nun das traurige Erwachen. Monsanto verlangt nun von den Farmern Lizenzgebühren für das Saatgut und ist auch schon in einigen Fällen vor Gericht gegangen. Das war sozusagen die erste Methode. Zweitens, Saatgut wird als humanitäre Entwicklungshilfe verschenkt. Sobald große Anbaugebiete verseucht sind, beginnt das Erwachen der Bauern. Sie werden mit Lizenzgebühren zur Kasse gebeten. Drittens, eine subversive Methode bietet die nicht gekennzeichnete gentechnisch kontaminierte Nahrungsmittelhilfe für die des Welternährungsprogramms der UN. Die Spenden werden nicht nur zu Nahrungsmitteln verarbeitet, sondern von nicht informierten Bauern auch als Saatgut verwendet. Patentierte Genpflanzen können sich auf diese Weise überall verbreiten. So zum Beispiel geschehen in Mexiko. Hauptsponsor des Programms sind traditionell die USA, die auf diese Weise ihre massiven Agrarüberschüsse entsorgen, vor allem genmanipulierten Mais und Soja. In Mexiko wurde mit einer kontaminierten Nahrungsmittelhilfe innerhalb weniger Jahre ein bedeutender Teil des traditionellen Saatguts mit Genmais verschmutzt. Das wird von der Industrie als effiziente Methode gesehen, ihre Produkte weltweit zu verbreiten. Viertens, Studenten und Agrarwissenschaftler der Dritten Welt werden in den USA mit dem Ziel weitergebildet, bei der Rückkehr in ihr favorisieren. Instruktionen für Landwirte vor Ort ist eine ergänzende Variante dieser Beeinflussung. Fünftens, wer solche Tricks durchschaut und sich widersetzt, kann dennoch unverschuldet in eine Falle geraten.
Das musste der kanadische Farmer Percy Smyser leidvoll erfahren. In einem Prozess vor dem höchsten Gericht verlor dieser seinen Prozess gegen Monsanto, obwohl das Gericht normalerweise hätte Monsanto verklagen müssen. Denn seine Felder waren von Nachbarfeldern mit gentechnisch manipuliertem Raps kontaminiert worden. Dieser aufsehenerregende Präzedenzfall bietet den Konzernen nun die pauschale Genehmigung für solche Übergriffe. Effizient ist das Vorgehen, in Paraguay bei der Einführung von Gensoja in Monokulturen. Das Saatgut kommt durch US-Truppen ins Land und auch durch das Schulden gegen Umwelttauschprogramm. Vermarktet wird Soja hauptsächlich von brasilianischen Gruppen, die mit paramilitärischen Gangs und den Techniken der Todesschwadronen agieren. Siebtens, besonders effizient ist das gewaltsame Vorgehen der US-Regierung und der US-Konzerne im Irak. George W. Bush verkündete zwar, wir sind in den Irak gekommen, um Samen der Demokratie zu säen. Nun aber soll der Samen bzw. das Saatgut von Monsanto, Dow Chemical oder Pioneer verbreitet werden und der Anbau traditioneller Sorten, der freie Saatgutaustausch und die Sortenvielfalt der Vergangenheit angehören. Da trifft es sich für die USA gut, dass der Bestand der nationalen irakischen Saatgutbank in Abu Ghraib vor den Toren Bagdads nach mehreren Bombenangriffen wahrscheinlich verloren ging. Auch das Saatgut in den Händen von Bauern wird seinen Wert verlieren, denn eine Order bzw. ein Gesetz von der Besatzungsmacht erlassen und von dem irakischen Parlament ratifiziert, erklärt nun, die seit Jahrtausenden gepflegte Tradition von Nachbau- und Saatgutaustausch de facto für illegal. Als Beauftragten für den Wiederaufbau der irakischen Landwirtschaft setzte Bush den Agrarhandelslobbyisten Daniel Amsturz ein. Amsturz war ehemaliger Vizepräsident und des Verwaltungsrats der Firma Cargill, einem der größten US-Händler von Getreide und Soja. Zur Ernennung von Amsturz findet Kevin Wilkins, Leiter der Hilfsorganisation Oxfam in London, deutliche Worte. Dieser Typ ist einmalig gut platziert, um die Interessen der Getreidekonzerne voranzutreiben. Dann Amsturz für den landwirtschaftlichen Wiederaufbau zuständig zu machen, ist, als ob Saddam Hussein einen Sitz in einer Menschenrechtskommission erhält. Die Invasion der US-amerikanischen Regierung im Irak bezeichnet der britische Dramatiker und Regisseur Harold Pinter in seiner Nobelpreisrede im vergangenen Jahr als Banditenakt und als einen Akt von unverhohlenem Staatsterrorismus. Und weiter wörtlich, wir haben dem irakischen Volk Folter, Splitterbomben, angereichertes Uran, zahllose willkürlichen Mordtaten, Elend, Erniedrigung und Tod gebracht und nennen es dem Mittleren Osten Freiheit und Demokratie bringen. Und weiter heißt es in der Rede, das muss man Amerika lassen. Es hat weltweit eine ziemlich kühl operierende Machtmanipulation betrieben und sich dabei als Streiter für das universelle Gute gebärdet. Ein glänzender, sogar geistreicher, äußerst erfolgreicher Hypnoseakt. Ich behaupte, die Vereinigten Staaten ziehen die größte Schau der Welt ab. Ganz ohne Zweifel, brutal, gleichgültig, verächtlich, skrupellos, aber auch ausgesprochen clever. Als Handlungsreisende stehen sie ziemlich konkurrenzlos da. Und ihr Verkaufsschlager heißt Eigenliebe. Auf dem Agrarsektor sehen die USA auch in Europa einen ganz erheblichen Nachholbedarf. Denn die stark subventionierte Landwirtschaft produziert
Überschüsse von transgenen Produkten, die nicht jeder haben will. Mit der Aufhebung der Einfuhrbeschränkung der EU für diese Produkte soll der Export erheblich gesteigert werden. In diesem Zusammenhang muss die Utopie von Monsanto aus dem Jahr 1999 bedenklich stimmen. Hier wurde gesagt, binnen 15 bis 20 Jahren sollte sämtliches Saatgut auf der Welt gentechnisch verändert und damit patentiert sein. Die entscheidende Strategie dieses Konzerns, die der Konzern verfolgen solle, sei die Einflussnahme auf die US-Regierung. Deren Rolle müsse es sein, gentechnisch veränderte Produkte auf die Märkte der Welt zu bringen, bevor sich Widerstand regt. Die Industrie hofft darauf, dass die Weltmärkte im Laufe der Zeit so überschwemmt werden, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Nun zum dritten Kapitel und dem letzten Kapitel. Mit welchen gesundheitlichen Folgen muss gerechnet werden? Langfristig werden wir mit dem erhöhten Einsatz von Pestiziden im Anbau von transgenen Pflanzen rechnen müssen und auch mit Restmengen folglich in unserer Nahrung. Und das ist zumindest umstritten. Damit wird sich auch das Krebsrisiko der Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen. Pflanzenschutzmittel können im menschlichen Organismus eine toxische und auch tödliche Wirkung entfalten, zu deren Bestimmung sie für andere Organismen hergestellt werden. Die Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln lassen sich am besten in Argentinien studieren. Dort erleiden die Menschen in den Anbaugebieten und vor allem Landarbeiter massive gesundheitliche Schäden, wie Nierenversagen, Auswirkungen auf die Fortpflanzung, Haut- und Augenjucken, Übelkeit, Schwindelgefühl, allergische Reaktionen, massiver Flüssigkeitsverlust, Ohnmacht, Zerstörung der roten Blutkörperchen, kurzum vieles, was der Pschrempel hierzulande zu bieten hat. Wiederholt wurden Allergien durch den Konsum von gentechnisch veränderter Sojamilch oder anderen Sojaprodukten ausgelöst. In den USA zum Beispiel ist zu beobachten, dass die Zahl der Nahrungsmittelallergiker ständig gestiegen ist. Ein weiteres Phänomen macht in den USA Schlagzeilen. Immer öfters erlitten Menschen einen allergischen Schock, nachdem sie etwa Tortillas oder andere Maisprodukte verzehrt hatten. Hauptbestandteil war die gentechnisch veränderte BT-Maissorte unter dem Namen Starlink, der ein potenzielles Allergen enthielt, das nicht für den Menschenverzehr zugelassen war. Mehr als 10 Millionen Packungen von Nahrungsmitteln wurden aus den Supermärkten zurückgerufen. Der eigentlich als Futtermittel zugelassene Genmais wurde beim Anbau und bei der Getreideverarbeitung in den USA mit anderen Sorten gedankenlos vermischt. Gefährlich kann vor allem auch die artübergreifende Mixtur aus Erbanlagen von Tieren, Pflanzen und Bakterien vor allem für Allergiker sein. Proteine mit einem gefährlichen Potenzial sind besonders auch die am Reißbrett entworfenen Proteine. Da von diesen Proteinen kein natürliches Pendant bekannt ist, kann sich der Organismus nicht auf sie einstellen. Sowohl Enzyme als auch ein Teil der Vitamine und Aromen werden auf der Basis von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt. Ein weiteres Problem sind die als Markergene eingesetzten Antibiotikaresistenzgene in Pflanzen. Da Antibiotika bei der Behandlung bakterieller Erkrankungen in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden, kann es aus der Wunderwaffe bei einer Antibiotikaresistenz beim Menschen Probleme bereiten. Die Ärztin Frau von Beesten kommt bei solchen Beschreibungen in ihrem Buch Den Schatz bewahren zum Schluss, wird deutlich, dass die weitere Verwendung von Futter und Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Bestandteilen ein unkontrollierter Großversuch an allen Tieren und Menschen ist, die diese verzehren.
Noch kommen wir, können wir etwas tun, damit die Warnung von Erich Fried nicht Wirklichkeit wird. Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben konnte. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich nun auf den Vortrag von Herrn Andreoli. Schönen guten Abend an allen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und über ein Thema zu reden, das mich nicht nur wissenschaftlich beschäftigt hat, sondern mir ganz am Herzen liegt, weil ich aus einer Region komme, die an der Grenze zum Land Argentinien liegt, wo die Sojaproduktion in Brasilien eingeführt wurde und wo seit 1998 Gensoja eingeschmuggelt wird. Und in dieser Region werden Kleinbauern nicht mehr die Möglichkeit haben oder nicht mehr das Recht haben, herkömmliche oder biologische Soja zu produzieren. Da ist eine Geschichte, die mich persönlich betrifft, weil ich da aufgewachsen bin als Bauersohn, aber auch als Agrarberater über mehr als 10 Jahre da gearbeitet habe. Ich würde es heute als einen anderen Beruf bezeichnen, weil es nicht den Namen Agrarberater verdient hat, sondern Giftverkäufer. Eigentlich eine Geschichte, die nicht nur mich betrifft, sondern die meisten Agrarforscher Brasiliens, die mit Sozialkürzungen, Abbau des Staates oder staatlichen Strukturen zunehmend abhängig sind von Unternehmen, die Forschung finanzieren, aber auch schon das Studium und viele Möglichkeiten bieten, einen Arbeitsplatz zu bekommen, in dem der Lohn oder der Gehalt von einem Giftverkäufer vom Verkauf von Betriebsmitteln an den Bauern gebunden ist. In dieser Hinsicht würde ich das nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen. Leider ist es so, weltweit sind 80% der Forschung im Bereich Gentechnik von den Unternehmen finanziert, die interessiert sind, diese Betriebsmittel zu verkaufen. Und ich würde sogar sagen, neue technische Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben, werden von Seiten dieser Agrarchemiekonzerne nicht als Probleme gesehen, sondern andererseits als Lösung oder wie Sie es so schön beschreiben, neue Forschungsfelder. Ich kann nach meiner Schlussfolgerung nur sagen, die Gentechnik in der Landwirtschaft, die Agrogentechnik, hat bisher nicht diese Versprechen eingehalten, die sie eigentlich seit 30 Jahren oder in den letzten 10 Jahren sehr massiv in die Öffentlichkeit bringt. Sie hat neue technische Probleme geschafft. Und das zwar in allen Ländern dieser Welt, in denen wir Erfahrung mit Gentechnik haben. Ich werde hier auf die großen Argumente der Gentechnik eingehen, die eigentlich immer noch von der Presse weltweit als großes Wunder versprochen werden. Das sind nämlich die Produktivität oder der Ertrag. Zweitens die Betriebskosten. Drittens die Auswirkung auf die Umwelt. Viertens die Hungerbekämpfung. Und fünftens die Abhängigkeit. Beim ersten könnte ich hier ein schönes Beispiel aus meiner Stadt sagen, aus der ich komme, die Stadt Santa Rosa im Süden Brasiliens, Hauptstadt der Soja, in der jahrelang jedes Jahr eine Messe der Soja stattfindet. Beim letzten Jahr gab es wieder eine Untersuchung, welche Bauern den höchsten Ertrag haben. Zur Überraschung aller Beteiligten waren von den 5 ersten Plätzen 4 Bauern, die Biosoja angebaut haben. Überrascht waren diese Bauern, als sie das Geschenk gesehen haben oder den Preis, 50 Kilo chemisches Düngemittel, 50 Liter Roundup und noch weiteren Pestiziden, die sie überhaupt nicht verwenden. Also, das ist ein deutliches Beispiel, inwieweit